Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ich hoffe, ich spreche das auch die ganze Zeit richtig aus. Ich habe da immer so meine Problemchen mit. Ich verrutsche immer sehr schnell in meine eigene Aussprache. Wie zum Beispiel. Achso, jetzt kann ich reisen. Wie ich zum Beispiel immer, ich weiß, dass es Mods heißt, aber ich sag immer Mods. Ich weiß nicht warum. Das habe ich mir so angeeignet. Das ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, das ist so mein Ding so. Das ist so meine eigene, brennst immer noch, Mädchen. So, du kannst deine Reise fortsetzen. Es hat jetzt fertig geladen. Ich kann noch mal kurz gucken. Habe ich dir hier eine, oh, was ist das denn da? Oh, das war das Vieh hier wieder. So, Vasco hat nichts für uns. Wir müssen jetzt auch weiter. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht lange aufhalten. Sondern eigentlich direkt weiter los. So. Einmal kurz hier runter gucken. Wow. Huchala. Nicht voll der Baum auf dem Weg. Man kann ja auch mal den Weg verlassen. Aber ich habe jetzt erstmal eine strikte Vorgabe und an die möchte ich mich jetzt erstmal halten. Da sehen wir einen wunderschönen Fuchs. Oh, ist das schön. Oh, das finde ich ja auch so schön detailreich, dass sie so kleine Tierchen eingesetzt haben, wie Eichhörnchen, Hasen, Füchse. Die wollen Krawall. Warte mal. Bevor wir das jetzt machen, wollte ich jetzt nochmal gucken. Schattenwirkung ist auf Y. Erleuchtender Schutz ist auf B. Ich versuch's nochmal. Das sieht böse aus. Wow. Das sieht, ja, das sieht sehr böse aus. Die sind sowas von zu stark. Ja, die sind zu stark. Da brauche ich mich gar nicht hin. Also wenn einer da diesen Totenkopf hat, dann kann man damit noch ordentlich arbeiten. Aber wenn da mehrere sind, dann ist vorbei. Wir laufen jetzt einfach mal an denen vorbei. Okay. Die werden wir uns aber packen. Move away. Things are about to get dicey. Close to us. Was sind das eigentlich für Tiere? Die sehen immer aus wie so eine Mischung zwischen Wolf und Bär. Ich weiß auch nicht. Da hinten liegen noch welche. Ich muss ja irgendwie leveln. Man könnte sich jetzt voll an denen vorbeischleichen. Oh, da ist noch irgendwas mit blauen Beeren. Borretsch. In Blau. Hier ist irgendein Wagen. Ach, der Händler wieder. Wenn wir mal so ein bisschen umgucken, da sind noch welche. Upsala. Move away. Things are about to get dicey.
Ah. Move away. Things are about to get dicey. Los tuis sarichnes tiri. Irgendwie hat das gerade mit dem Ausweichen nicht so funktioniert wie. Was denn da? Hier haben wir erstmal einen Stein. Und da leben Leute. Das ist ein Dorf. Na gut, aber. Ach mein Gott, man könnte hier schon wieder überall hinlatschen, ey. Das ist so. Oh, ich hasse sowas. Da ich mich da nie entscheiden kann, welchen Weg ich gehen soll. Nicht, weil es an sich schlecht ist, sondern ich kann mich dann wirklich nicht entscheiden. Meist verlaufe ich mich dann auch und ach, kommen so viele Sachen vor. Das sieht eigenartig aus. Was ist das denn hier? Plündern. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Grab oder so geplündert. Das würde ich nämlich ungern tun. Hier ist definitiv ein Dorf. Du bist. Das sind definitiv Wölfe. To my help. And death to the others. Found the Dara Grimmederem Dam. You've no magic left. Drink a potion. Aber auch das sind so komische. Waren das jetzt dieselben? Nein, das waren jetzt nicht dieselben Viecher. Die anderen waren ja größer, oder? Ach, ich blick bei der Tierwelt hier überhaupt nicht durch, ey. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weiter geradeaus zu gehen. Die Wölfe lassen wir jetzt mal. Huch! Jetzt hat mich der Fuchs erschrocken. Das nehmen wir noch mit. Dann gehen wir hier über die Brücke. Sehr schön. Oh. Oh. Found the Dara Grimmederem Dam. You've no magic left. Drink a potion. Move away! Things are about to get dicey! Don't do it, Sarichnes Tiri! Your armor is broken, Soldat! Move away! Things are about to get dicey! Ich weiß, ich spreche nicht beim Kampf. Die ja schon länger zugucken, die wissen das. Ich spreche allgemein nicht beim Kampf, weil ich erstens ich mich konzentrieren muss und zweitens, weil ich immer das Gefühl habe, dass es beim Kampf immer alles noch viel lauter ist. Und wenn ich dann die ganze Zeit dazwischen laber, dann hört sich das so komisch an. Und dann da der Kampf. Deswegen bin ich beim Kampf allgemein immer leise. Tagebuch, Seite eines Wanderpredigers. Auf den Weg nach Osten in Richtung Neu-Siren hörte ich, wie einige Reisende über einen Schatz sprachen, den sie hinter den einsamen Baum auf der Klippe versteckt haben. Ich habe Angst, dass diese Leute Verbrecher sein könnten, die diesen Schatz durch Plünderung erbeutet haben. Möge der Erleuchtete mir beistehen. Wir haben einen Schatz. Guck mal da hinten. Ah. Wo man hier überall hingehen? Mein Gott, ey, ich bin. Das macht mich wahnsinnig. Aber wir gehen jetzt erst geradeaus. Ich will das jetzt erst fest haben hier. Ach, da müssen wir hin. Oh, boah, weh's. 18 Stunden sind wir unterwegs. Alte Scheiße, ne. Jetzt kann ich Familientreffen? Was will er denn jetzt? Ach, er möchte jetzt hier ein Familientreffen machen? Ne.
Jetzt nicht, Vasco. Tut mir leid. Mir hat es gerade ein bisschen ein paar Einbrüche gegeben. Ne. Boah, habt ihr das gesehen? Guck mal, wie das Licht hier wandert. Ich hab's auf jeden Fall gerade gesehen. Wir werden jetzt erstmal schön... weiter reisen. Wir müssen jetzt hier rein. Irgendwas greift mich doch hier an. Mann, ist ein Vogel. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Truthahn. Schiete. So, dann bin ich mal gespannt. Ob wir hier so einfach reingelassen werden. Ja. Hier kann Hinz und Kunz einfach so rein. Das sieht aus wie so eine Militärbasis, so ein bisschen hier. Mit dem kann ich sprechen, sprich mit Leutnant des Außenpostens. Aber mit dem spreche ich jetzt nicht. Ich will jetzt schön weiterlaufen hier. San Mateus. Eine riesige Stadt. Also ich kann schon irgendwie verstehen, warum die Eingeborenen so pissig sind auf die Leute hier. Weil, guckt euch das mal an. Das ist so eine schöne Insel. Das ist so eine schöne Natur. Und die machen das alles mit diesem Bild kaputt. Das ist einfach nur... Ah. Guck mal hier. Ist überall der Nebel auf dem Feld noch. Was Witcher würden sie jetzt sagen, da ist gerade eine Mitternachtserscheinung. Nee, wie heißt das? Eine Tagerscheinung? Nein. Mittagserscheinung. Ja, ich war doch richtig mit. Die Leute, die arbeiten hier. Die Schafe, die quäken. Oh, ich muss mal zu den Schafen hin, ey. Wow! Das sieht komisch aus. Mach das weg. Mach das weg! Mach das weg! Steht doch nicht so rum. Oh, gleich glitsche ich auch hier. Mein Gott. Das sieht schon viel besser aus. Oh, Schäfchen. So, hier. Hier werde ich bestimmt nicht sofort reingelassen. Schönen guten Tag. Gleich doch. Halt! In the name of the Enlightened One, present yourself. Lady de Sade, emissary of the Congregation of Merchants on Tier 4D. I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. Welcome. May he light your way. Dankeschön. Könnte ja jetzt auch jeder sagen. May the Enlightened bless you. Ah, sie hält sich für edel genug, um mit uns zu sprechen. Obsidian. Meine Unterkunft. Ah. Ist ja nett. Schön, dass ich in jeder Stadt eine habe. Ich finde das geil. Das macht doch schon wieder Spaß hier. Ach, ich muss unbedingt mal Drakensang spielen. Das Spiel erinnert mich total daran. Aber das ist das Problem bei Drakensang. Bei dem ersten Teil ist nicht alles synchronisiert. Und ich tue mich bei den... Das hat aber so lange Texte und da tue ich mir dann immer so schwer. Außerdem bin ich dabei an einer bestimmten Stelle nicht weitergekommen. Auf dem Friedhof, wo von den ganzen Skeletten angegriffen wird. Und dann bei dem zweiten Teil... Ja, ich weiß gar nicht, warum ich den nicht zu Ende... Doch, den habe ich zu Ende gespielt, glaube ich. Das ist ja eigentlich... Der zweite Teil ist ja eigentlich was... bevor geschah, also bevor die sich bei Drakensang alle getroffen haben und also alles so drum und dran und so. Der ist aber komplett vertont. Selbst beim, also da muss man nicht wirklich gezwungen sein zu lesen. Was wird da gerade verbrannt? Das sieht schlimm aus. Das ist doch nur Holz, ne? Das ist jetzt nicht... Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott.
renounce your gods. Answer me. Why are you doing this? Behold your so-called gods. You are demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy, welcoming the light. Forget your pagan foul teachings. Embrace the true faith. You are mad. Renounce your gods! Inquisitor? Ich kann den Typen jetzt schon nicht leiden. You! Stop where you are! The pagan stink of these soulless natives taints you. You bring demon-spawned barbarians through our gates. This man just killed some helpless soul in front of our eyes, and he calls us barbarians. Who are you to address me with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius, and you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Do you believe that the God of Light is the one and only God? Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Den eigenen Glauben bekräftigen, Charisma auf deine diplomatische Funktion bestehen, deinen Glauben an diesen Gott leugnen. Glauben wir überhaupt an den Gott des Lichts? Glaubt sie überhaupt daran? Ich weiß das gar nicht so. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor will be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. Your attempts to avoid answering speak for themselves. Answer my question. Den eigenen Glauben bekräftigen. Deinen Glauben an diesen Gott leugnen. Scheiße, was mache ich denn? Deinen Glauben an diesen Gott leugnen. No, I am not a believer. What are you going to do now? Burn me at the stake? Your very presence in our holy city is outrageous blasphemy. May he guide my hand. Yes? Boah, Alter! Nein! Oh, ich wollte gerade den Trank trinken. Oh, scheiße. Ich wollte gerade den Trank trinken. Peinlich. Okay, dann kommt es zum Kampf. Aber ist egal. Das können wir dem ja ruhig zeigen, was wir von dem halten. Und das spule ich jetzt hier mal ein bisschen vor. Das müssen wir jetzt. You! Stop the pig! Who are you? I. Do you be- Don't tell if I want to come. Das klar, kommt ja nicht. No, I am not a believer. You're very. Enough! This time brute force has prevailed, but the light always triumphs in the end. I will not forget our encounter, and I am certain that we shall meet again. Ich freue mich drauf. Arschgesicht. Du dreckiges Stück.
Arsch. Oh nein. Oh, das ist so grausam, ne? Wo müssen wir hin? Wir müssen nach da. Ah, das sieht so geil aus. Young lady. Pardon me. Are you not part of the new governor's entourage? I'm his cousin, and I'm accompanying him on his mission to Tir Fridi. What can I do for you, father? Bishop Petrus. How divinely fortunate this is. Did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young girl. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe. I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together. I'm so happy our paths have crossed once again. Ja, gut, dann ich sehe jetzt die ganze, der ist jetzt nicht die ganze Zeit bei uns, ne? Gut, kann ich denn hier noch woanders? Nein. Na, dann gehen wir mal nach oben. Ich denke mal, die Häuser sind hier alle gleich aufgeteilt. Your Eminence, in the name of the Congregation of Merchants, I present my best regards. May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. I thank you. We truly wish that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. I'm extremely sorry that this visit took a violent turn. Aloysius's faith is sometimes too absolute. I hope that you have it in you to look beyond it and forgive his zeal. Another subject brings me as well. The Malachor. The horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse, and we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully a horrifying demon. A demon? An evil spirit? It's very strange. Oh, I know no clan that worships this sort of troubled spirit. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the area. Alas, the population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter, in other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague. And his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed. Be certain that your message will be transmitted, Mother Cardinal. I look forward to our next encounter. Na? Petrus ist wirklich, der gehört. Rüstung getragen kann er sowohl auch. Ach, es ist wirklich ein richtiger, der zu. Ach ja, ne? Ja. Fraktion Teleme, Freundschaft, Bonus, Charisma. Hm. Waffen, göttlicher Magiering, Angriffsfall, Schild des Erleuchtenden, Schattenexplosion. Da Petrus Rüstungen tragen kann, kann er sowohl aus der Entfernung als auch aus der Nähe kämpfen. Okay, gut. Sie muss dabei bleiben? Ja, dann kann ich ja nur... Hä?
Tut mir leid, Kurt. Ich muss dich aus der Gruppe werfen. Okay, kann man sie denn noch was fragen? Your Eminence, I salute you. Lady de Sade, what can I do for you? Tell me about San Mateus. It is still a new city, of course, but it is already the beacon of faith in Tir Fredi. Many Teleme settlers gathered there to walk in the footsteps of our prophet, including, of course, many missionaries and inquisitors. The conversion of the island population being our main concern. Who are the missionaries? It is an order that aims to convert people. You must have met some of its followers in Serene. Most of them leave the comfort of Teleme to visit other countries, to spread the good word. This once relatively minor order has become quite significant in recent years, and has established itself in politics in the highest positions of our nation. What can you tell me about the Ordo Luminis? This is our order of Inquisitors. Its members are associated with a very pure version of our faith. They are in charge of tracking down heresies and ungodly cults, and accomplish their tasks with zeal. The discovery of this island and island magic is obviously a real challenge for them, which sometimes leads them to behave a little out of passion, as you have seen. You seem to know Father Petrus well. What can you tell me about him? Steht direkt daneben. Do I frighten you so much that you do not dare question me directly, my child? Come on, Petrus. Our young legate probably wants an outside opinion on the person accompanying her. In response to your questions, Your Excellency, Petrus belongs to the Order of the Missionaries. He spent many years in different countries bringing the light. He is a shrewd diplomat and a devious politician. But I am sure you will appreciate his services. Na gut, dann war's das. I must leave you. Naturally, Your Excellency. Gut. Dann, hier steht irgendwie was rum. Ach so, das ist hier so zum Beten oder so, denke ich mal. So, dann lass uns mal nach unten gehen. Ich kann nirgendwo sonst rein. Die Türklinken nicht hervorgehoben sind. So, ich würde jetzt aber ganz gerne mal in der Stadt an sich mal gucken. Ah, guck mal. Hier sind nämlich noch viele Fragezeichen auf. Ich würde gerne nämlich die Stadt mal eben kurz ein bisschen erkunden. Wir haben ja jetzt noch eineinhalb Minuten, bis die Aufnahme wieder beendet wird. Und ich würde halt gerne mal hier noch so ein bisschen gucken. Vielleicht findet man ja noch irgendwas oder so. Das ist die Hafenstraße, die habe ich jetzt gerade gefunden. Hier ist irgend so ein Hausding. Warum muss ich Siora jetzt zum Beispiel behalten? Das finde ich ein bisschen komisch. Brauche ich die jetzt gleich für irgendwas Wichtiges? So, jetzt hier haben wir das Hafenviertel. Okay. Da irgendeine Tür markiert. Hier ist irgendein Lagerhaus. Jetzt bin ich komplett verwirrt.
Komme ich jetzt hier wieder weg? So, ja. Dann haben wir da noch was. Und dann war's das. Und ich muss jetzt sowieso aufhören. Und sage, ich mach Tschüssi, bis zum nächsten Mal.